Deutschland SPD-Basis kann GroKo noch einen Riegel vorschieben. Auch nach einem Jahr von CDU und SPD-Spitzen zu einer neuen großen Koalition ist noch lange nicht abgemacht, ob diese GroKo denn dann auch wirklich kommt. Das hängt jetzt von einer Gruppe ab, der SPD-Basis. Auch nach einem Jahr von CDU und SPD-Spitzen zu einer neuen großen Koalition ist noch lange nicht abgemacht, ob diese GroKo denn dann auch wirklich kommt. Das hängt jetzt von einer Gruppe ab, der SPD-Basis. Mehr als 460.000 Parteimitglieder dürfen abstimmen, ob sie eine neue GroKo wollen. Die Antwort könnte durchaus Nein lauten. In den vergangenen Tagen haben die Sozialdemokraten fast 25.000 neue Mitglieder gewonnen. Und die GroKo-Gegner bei den Sozialdemokraten hatten mit dem Slogan "Tritt ein, sag Nein" um neue Mitglieder geworben. Das Ergebnis des Basisvotums soll in 3 bis 4 Wochen vorliegen.